Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, Wahl der Mitglieder der Artikel 13 Grundgesetzkommission. Die Landesregierung berichtet dem Landtag über die nach § 17a des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung getroffenen Maßnahmen. Die parlamentarische Kontrolle wird aufgrund dieser Berichte von einer Kommission ausgeübt, nach § 17a HSOG. Der Landtag legt die zahlenmäßige Zusammensetzung fest und wählt zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder aus seiner Mitte. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags auf sich vereint. Nach § 1 Absatz 2 und Absatz 4 des Gesetzes zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen, Verfassungsschutzkontrollgesetz. Der Landtag hat mit der Drucksache 20/231 beschlossen, dass die Artikel 13 Grundgesetzkommission aus 3 Mitgliedern besteht. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 20/239 schlagen die Fraktionen der CDU, Bündnis 90 die Grünen und der SPD vor, die Abgeordneten Holger Bellino, CDU, Eva Goldbach, Bündnis 90 die Grünen und Nancy Faeser, SPD, zu Mitgliedern der Kommission zu wählen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, möchte ich vorschlagen, über diesen Wahlvorschlag abzustimmen. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich, wer dem Wahlvorschlag Drucksache 20/239 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Das sind CDU, Bündnis 90 die Grünen und SPD. Die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Linken und die FDP. Und die Fraktionslose hat dagegen gestimmt. Gut. Okay. Damit ist das Quorum von 69 Stimmen erreicht. Und ich stelle fest, dass die zuvor genannten Abgeordneten zu Mitgliedern der Artikel 13 Grundgesetzkommission gewählt worden sind. Herzlichen Glückwunsch. Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. Bevor ich Sie aber in den Feierabend verlasse, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass direkt im Anschluss an die Plenarsitzung der Parlamentarische Abend des Landesfeuerwehrverbandes im Landtagsrestaurant stattfindet. Viel Spaß allen, die da hingehen.